hier baue, wie ich es jetzt habe. Also gehen wir da auf jeden Fall nochmal einen nach vorne. Da hoch. Ist mir dann doch zu klein. Muss ja schließlich einiges untergebracht werden in der Bude. Aber ich glaube, so reicht's. Schließlich muss das auch alles bebaut werden. Das Dumme ist, ich habe absolut nicht genug Holz. Oh, mein Schiff ist much angry. Ich habe hier ein Crafting Table, kannst du eine neue bauen. Ah, es gibt eine Doppeltüreingang, das ist doch eine coole Sache. Oh, leck. Ein Schaufel habe ich noch. Es ist die Frage, wenn ich nach hinten auch einen Ausgang mache. Mist, ich habe nur noch 16 Holz. Ich hab Holz hier, Micha. Soll ich da was hinschmeißen? Ich brauche ja schwarzes Holz. Hier, 50er, weiß ich nicht. Ja, schmeiß mal, ich gucke mal, welches das ist. Nee, das ist das Falsche. Zack, hast du wieder gekriegt. Das war zu hell. Mist. So, also ich hab mir jetzt eine Steinschaufel wieder gemacht. Ja, das reicht ja auch erstmal. Wie ging jetzt? Hm? Du bist genau da. Los, hast unliebsamen Besuch gekriegt. Ich habe mich heute am Hals gelegt. Das ist schlecht, das solltest du tunlichst unterlassen. Pff, so ein Mist, ey. Das ist immer schlecht, mit zu wenig Holz zu starten, ist kacke. Ein Stück habe ich. Na ja, gut, das muss ich auf jeden Fall so machen, sonst sieht es kacke aus. Glas habe ich auch. Und wenn der Kram ja schon mal zwei Felder hoch ist. Können die Viecher mir schon mal nichts mehr? Gibt sie denn nicht? Wie sagt denn die Sonne? Ich sehe auch keine, doch da ist einer. Wo ist sie überhaupt, die Sonne? Siehst du die? Da, hinten. Ah, die ist im Begriff runterzugehen, das ist natürlich kacke. Wir sollten uns mal eben jetzt, sobald es möglich ist, hinlegen und schlafen, bevor die Monster spawnen. Okay. Also ich habe mein Bett schon aufgebaut. Ist noch nicht dunkel genug, so ein Mist. Ja, los jetzt. Du
can only sleep tonight. Ja, ja, jetzt geht's aber, jetzt kannst du dich reinlegen. Ja. Okay, jetzt wird's wieder hell. Moinsen. Moinsen. Geh mal schnell zwei Bäume fällen. Wow, jetzt wäre ich beinahe an den Tod gejumpt. Aus Versehen natürlich. Mal gucken, hoffentlich, wenn ich hier so Saplings mit habe, werde ich da erstmal Bäume hier pflanzen. Ah, ich habe keine von denen hier mit. Auch ab zum Schwein. Ups, Bäume. Ja, hier sind überall Höhlen. Ist ja krass. Settings 2 habe ich davon, okay. Mann. So, weiter geht's hier. Ne, kehrt aber gerade ziemlich in Ruhe ein. Wieder dunkel, ne? Bitte? Ich dachte schon, das ist schon wieder dunkel. Ne, ne, also. Manchmal geht's wirklich schnell mit dem Dunkelwerden, also so vom Gefühl her. Aber zum Glück. Täuscht das oft. Mal Verbrecher verbauen, ne? Ja, ich war mir gerade Holz am Holen, jetzt setze ich hier gerade von diesem Holz Saplings. Müssen wir auf jeden Fall bei Zeiten auch machen. Die unterschiedlichsten Baumarten anpflanzen. Wieder welche verloren hat hier. Komm schon. Alter Geizkragen. Mann, ist der gammelig hier mit Saplings. Ja, einen habe ich noch. Ich glaube, ich habe abgefällt. Gut, zwei, vier Stück. Die doppelte Anzahl an Saplings habe ich fast gesetzt. Oh, da ist ein roter Pilz. Den sacken wir natürlich mal ein. Sechzehn Holzstämme habe ich. Naja, sollte reichen, um die Seiten dicht zu machen. Ja, wo sind sie denn? Ach, da. Da sind sie. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Wo baue ich hier den Durchgang hin? Ich baue auf jeden Fall ein zweistöckiges Haus. Ich denke mal, dass ich unten mein Wohnzimmer reinbaue. Oder so eine Wohnküche am besten. Und oben Schlafraum. Und nach unten dann eine Kellerbuddel, wo ich meinen Lagerraum hinmache. Ja, aber. Sowas in der Art wird es wohl werden. Na, holen wir erstmal hier den Mist aus. Ich
Oder ich baue einen Dachboden. Schlafzimmer, das wäre... das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da wird das Haus nicht so groß hier. Ah, das mache ich auch. Ich baue einen Dachboden. Schlafzimmer. Ich habe etwas teureren Boden in meiner Hütte. Von diesem scheiß dunklen Holz habe ich genug. Aber das wollte ich gar nicht eigentlich in der Bude hier verbauen. Ich glaube, ich sogar das erste Mal, dass ich das überhaupt in einem Haus verbaue. Das dunkle Zeug. So, hier hinten wäre ja dann der Weg zu dir hin. Der Weg zu dir hin, ja, der kann durch den Hinterausgang gehen. Vorne kommt dann mein Hauptgang hin, also mein Hauptweg hin. Das ist schon mal eine gute Idee. Die Küche kommt auf die Seite hier hin. Hierhin, so. Ah. Eine Tür bauen hier. Okay. Obwohl, ich hätte da auch die Treppe hinmachen können, ich Depp. Ist natürlich jetzt schlecht. Wie sieht es eigentlich hier mit Keller so aus? Schlecht, glaube ich. Obwohl, darunter könnte ich einen bauen. Müsste ich noch vorsichtig sein. So, so, so wird ein Schuh draus, so kann ich das machen. Kommt da auf jeden Fall die Küche hin. Und die Treppe zum Schlafzimmer kommt einfach von außen hin. Das ist dann sozusagen mein Treppenhaus. Wie ging denn nochmal die Trittplatten? Ah. So, dann wird das hier tatsächlich das Treppenhaus. Okay, dann muss ich das ein Stück darüber versetzen. 5 Minütchen oder so, dann bin ich soweit. Dann können wir die Aufgabe, die Aufgabe. Dann könnten wir die Aufnahme pausieren. Schon mein Haus nur aus Erde gebaut? Und zum größten Teil mit Erde? Echt jetzt? Ja. Ein Erdhaus. Muss ich mir mal angucken. Ja, wenn du so ein Haus hättest bauen wollen, hätte ich es an deiner Stelle anders gemacht.
Dann hätte ich das Haus wirklich in eine, da vorne zum Beispiel in den Erdberg reingesetzt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das weiß ich, aber ich wollte noch hinten was machen. Das Problem ist, wenn hier ein Creeper explodiert, wo ich jetzt stehe, der legt dir dein ganzes Haus da mit in Stücke. Auf der ganzen Seite hier. Weil Erde natürlich absolut fast keine Explosions, wie soll ich das sagen, Protection hat, nix. Ja, aber wie hast du das da hinten gebaut? Sind da alles die Kisten, die Beischen? Kommst du doch angucken. Ah, erst legen wir uns pennen. So ein Mist. Okay, ich komm zu dir. Dein Bett steht doch bei dir, oder nicht? Oder hast du es abgebaut? Nee, ich habe ja so lange abgebaut. Mit der rechten Maustaste werden Türen aufgemacht. Ah, das weißt du ja schon. Ah, gute Nacht, ich geh schlafen. Oh, das ging aber schnell. Halb vier gleich, ey. Ja, ein paar Minuten machen wir Schicht. Ja, dann würde ich. Ja, dann machen wir einfach jetzt Schicht. Hier bist du. Ja. Bist ja in meinem Haus auch sicher. Oh. Ja, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute, ne? Bis dahin dann. Tschüss. Ciao, tschüss.